One-Night-Stand ist eine Situation, wie sie so passiert ist oder hätte passieren können oder ähnlich passieren können. Irgendwann ist mir mal ein Mail über den Weg gelaufen und ich habe überlegt, woher kenne ich die? Und es fiel mir dann auch wieder ein. Die hattest du schon mal gekannt? Ich bin mir nicht 100% sicher, aber ich glaube ja. Okay. Ja, es ist ein Song, der ist ja, der spielt sehr in der Vergangenheit tatsächlich. Also es ist ja, es ist weit zurückliegend. Es ist so ein bisschen sanieren auch, was, ja, was hätte sein können oder was wäre gewesen irgendwie. Ich finde, solche Situationen hat tatsächlich jeder. Na klar. Wenn man sich überlegt, okay, wenn man in seinem Leben irgendwie eine Weiche stellt und man stellt an einer beliebigen Stelle seines Lebens die Weiche auf links und das Leben nimmt eine komplett völlig andere Wendung in nur einer Entscheidung, die du so triffst, unter Tausenden, die man täglich trifft irgendwie. Ich finde es tatsächlich spooky und interessant, aber irgendwie auch, ich weiß nicht, es hat alles irgendwie immer einen Sinn, finde ich. Also ich finde einen Sinn dahinter und vielleicht, ja, was wäre, wenn das mit dem One-Night-Stand tatsächlich anders gelaufen wäre? Das ist dieser Flügelschlag eines Schmetterlings, der auf der anderen Seite der Erde ein Erdbeben auslöst. Schön gesagt. Die Erinnerung verblasst, keinen Plan.